Corpet Berubin Barsimic! Krasil Ibsa! Suavin Nubin! Chalet Rige. Ja, damit ein herzliches Willkommen zu Die Sims Mittelalter. So, unser Schmiedegeselle Hannes hier ist dabei, wenn uns das Bild zulässt, ihn zu folgen. So. Ist ja dabei, hier Materialien zu sammeln. Und dann soll er gucken, was er hier für seine Aufgaben braucht. Er muss ja 3 Langschwerter und 3 einfache Rüstungen herstellen. Die Tagesaufgaben hat er ja schon. So. Er ist natürlich auch total müde, deswegen will ich wirklich nur gucken, was er alles so braucht. Weil gegebenenfalls müssen wir ihn ja auch noch weiter sammeln lassen. So, also, für Langschwerter, da hat er alles da. Für 1 braucht er 5 Buntmetall, aber er hat schon 50, das ist gut. Und jetzt bei Rüstungen, ich glaube, die einfache Rüstung ist die aus groben Platten. Das müsste die einfache Rüstung sein. Und da hat er auch genug. Gut, dann kann er jetzt meinetwegen schlafen gehen. So, spähen wir wieder rein. Nach Hause gehen, wir spähen rein. So, dann kannst du hier schlafen gehen und dann die alltäglichen Sachen. Du gehst auf den Pott. Erstmal gehst du dann baden, dann kannst du aufbrezeln und dann kannst du Essen zubereiten. So. Gut. Und seine Tochter. Ach, ja, hier lebt ja nur eine Tochter. Sein Sohn lebt ja bei der Zauberin. So. So. Das sind Kinder. Bleiben so spät bis in die Nacht auf. Jetzt. Geh schlafen. Ja, geh schlafen. Es hängt halt ab. Spielst du mit deinen Füßen? Und darüber denkst du über wichtige Entscheidungen deines Lebens schon nach? Ja, wie schwer ist denn dein Fuß? Oder schüttelst du den ganzen Dreck so aus deinen Stiefeln? Hm? Ja, siehst du, du bist müde. Dann geh mal schön schlafen. So wie es Mama und Papa tun. Aber er hat keine Verbindung zu seinen Kindern aufgebaut. Das sollte er mal ändern. So, spulen wir mal schnell vor. Swoop, da pennt's auch. So. Da ist er wach. Dann würde ich sagen, essen, essen. Auch für seine Tochter. So. Ja, dann geh mal aufs Klo, geh baden. So. Zack, 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 zack. Und dann gibt's für alle Grütze. Erst isst er natürlich selber. Die geht jetzt höchstwahrscheinlich dann arbeiten. So. So, und nochmal Grütze. So. Dann gehen wir schon mal
eine runter. So. Aha. So. Dann kannst du jetzt mal Kohle nachfüllen und dann schmieden wir mal. So. Fangen wir mal an. Zwar hat er jetzt hier auch noch Aufträge, aber wir machen erstmal die drei Langschwerter. So. Dann einmal, jetzt müssen wir hier aufpassen, weil wir haben ausgezeichnet und darunter ist normal. Deswegen müssen wir jetzt schön aufpassen. Ich muss gerade was trinken. Entschuldigung, aber ich hatte total den trockenen Hals. So. So, damit kein Fehler auftaucht. Jetzt. So. Aha. Dann müssen wir also einen Stab herstellen. Und Metalle fördern. Okay. Das ist alles kein Problem. So. Wenn wir die drei Schwerter haben, machen wir den Stab und dann kommen die Rüstungen. So. Dann kann er jetzt. Ich bin mal gespannt, was er dann noch alles machen muss. So. Du hast doch einen Stab. Warum willst du denn noch einen Stab haben? Gut. Oh, da ging der Zauber nach hinten los. So, dann kannst du Kohle nachfüllen und dann wieder schmieden. Sehr schön. So, und dann kann er, wo haben wir das nächste? So, was hast du denn? So, schöne Funkeln machst du da. So. Kannst du auch einen anderen Spruch oder Kunststück? Neb, Albrim Benerg, Croftum, Danzel. Aha, da ist jemand vom Himmel gefallen, ist herumgelaufen und wurde geplättet. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Eieiei. Da war ich abgelenkt. Aber jetzt reicht das auf jeden Fall. Das bleibt trotzdem ausgezeichnet. So. Wie weit bist du eigentlich in deiner Stufe? Ja. Geht. So. Dann lassen wir mal die Leute da vor sich hin quatschen. So, jetzt müsst ihr ja eigentlich schon. Steht gar nicht dabei, seht ihr? Na gut. Und bam! Immer drauf aufs Metall. So. Na, bist du fertig mit dem Schwert?
Oder muss ich doch nochmal erhitzen? Nee, ne? So, das reicht, ja. So. Gut, dann kannst du... Du willst... Aha. Asar Drelf! Nereb, Yalvin. Nein, brauchst keine Angst zu haben. Die Dunkelheit ist nur der Zustand, nachdem zwei Magier halt gegeneinander angetreten sind. Na? Ja, nämlich wenn zwei Magier aufeinandertreffen und dann gegeneinander kämpfen, entsteht ein Vakuum und saugt die Helligkeit halt hinein. Mhm. Aha, der Zauberlehrling hat gewonnen. Was? Über Monster plaudern. So, oh, Outfit. Der Zauberlehrling ist hier sehr gefragt, wie? Durain, Meranen. Ja, dann... Ach, da ist wieder irgendwo ein Pirat. Der scheint den Himmel sehr zu mögen. Aber die Erde kann er in den Müll kloppen. Und wenn dann ein Blitz angelaufen kommt, kann man sich dahinter verstecken. Aber dann werde ich doch Matschebrei. Nein, das ist nicht so schlimm, aber du solltest dich vorsehen vor Chinchillas. Die sind richtig schrecklich. Aber die sind so süß und knufflig. Aber die beißen unheimlich stark. Ah, es ist schwierig, halt deren Meinung. So, Kohle, du musst noch ein Schwert herstellen. Es kommen so wenig Sprechblasen hier. So, und nochmal ein Langschwert. So, dann erhitze mal. Und wir konzentrieren uns diesmal wieder auf ihn. So, wie viele Fehler darf man? Ja, einmal ist halt zu heiß geworden. So, und... So, jetzt schlagen. Glorik! So, dann mach mal jetzt dein Schwert. Das kriegst du ja jetzt wieder in einen Rutsch hin. Auch wenn es anstrengend ist. So, danach kannst du wieder Kohle nachfüllen. Und dann machen wir hier den Stab. Und dann sammeln wir Metalle. So. Saug bitte aber nicht hier alles ab, ja? Etwas Material und Möbel brauchen wir schon noch. So. Oder wir gehen erst sammeln. Gebe ich schon mal rein. Wenn er das jetzt gleich fertig hat, kann er hier... sammeln, ja, da ist es jetzt weg. Und dann kann er noch da sammeln. Und danach geht er hier Kohle nachfüllen und schmieden. So.
Er hat Buntmetall 7-mal. Das ist, glaube ich, ja auch nochmal Buntmetall. Du, man nimmt aber die Spitzhacke andersherum. Die Seite nimmt man eigentlich, um das ein bisschen sauber zu machen. Naja, aber wenn du meinst, du kriegst besser mit der breiten Seite das Metall gespalten, naja, dann bitteschön, dann mach es so. Aber ich glaube, es würde einfacher gehen, wenn du die spitze Seite nimmst. Es sei denn, das Metall hier ist so empfindsam, dass er das halt so machen muss. So, dann haben wir nämlich... genau, jetzt haben wir die Aufgabe erfüllt. Dann füllt er jetzt die Kohle nach und dann können wir den Stab schmieden. Der Schmied ist eigentlich auch relativ einfach zu spielen. Beim Händler, da habe ich doch etwas mehr Probleme. Also Probleme. So, jetzt kannst du, was sollst du herstellen? Den Stab. Schläger, Hammer. Standardstab. Ne? Also hier. Ja. So. So, dann erhitze wieder schön. So. Ja, saug du mal weiter hier mein Zeug ein. So, aber wir lassen uns nicht nochmal ablenken. Aber ich glaube schon, dass er das jetzt so wie die Schwerter mit einmal durchkriegt. So, und bitte. So. Das sieht gut aus. So, dann kann er den Stab auch gleich hier abgeben. Ja, müsst ihr das in unseren Privatmächern machen, euch da streiten und sauber machen? Raus aus meinem Haus. Kommt hier runter. So. Na, schaffst du es oder muss ich doch noch sagen? Du musst einmal noch erhitzen. Wird äußerst knapp, aber ich glaube, er kriegt es hin. Gerade so. So, gut. Gut, dann kannst du hier den Stab geben. So, dann haben wir den Typen auch hier weg. What? Schmiedegeselle Hannes starrte in seine Tasche und nahm sich ein paar Sekunden Zeit, um zu sehen, um zu erfahren, was er dort erblickte. Die Samen waren zu kleinen Weizenähren herangewachsen. Irgendwie hatten sie die Nährstoffe und Feuchtigkeit gefunden, die sie zum Wachsen brauchten. Wow, sagte der Schmied laut. Ich sollte meine Kleider wirklich öfters waschen. Spontan
doch spontan eine Tasche voll Weizen zu züchten, reicht nach der Meinung von Schmiedegeselle Hannes voll aus, um die Kunst zu perfektionieren. Er entschied mit ein wenig Weizen seine Agrokulturabzeichen herzustellen. Der Rest würde im Kochtopf landen. Ah ja, okay. Und das Abzeichen. Okay, weiterhin halt die Rüstungen wegen Handeln. Gut, dann mach mal eben hier abgeben und dann muss ich auch den Part schon wieder beenden. So. So, bitteschön, dein Stab. Ich habe ihn in kleine Stücke geteilt. So, gut. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss.